Winter im Schwarzwald. Dicker Schnee auf den Tannen und auf den Skihängen. Abseits der Skiparadiese aber trifft man die Förster, denen der Winter noch größere Pflichten bringt. Denn sie sind nicht nur Jäger, sondern auch Heger ihres Wildes, das jetzt unter dem hohen Schnee sehr zu leiden hat. Hunger bei den Schalentieren, Verletzungen beim Einbrechen in dünne verharschte Schneedecken und nicht zuletzt das Raubwild. Der erfahrene Jäger erkennt seine Spur sofort. Der Schnee erleichtert ihm die Verfolgung. Aber nicht nur auf der Erde, auch auf den Bäumen verrät sich das Raubwild. Hier ist man einem Marder auf die Spur gekommen. Die geübten Augen der Jäger verfolgen sie von Baum zu Baum. In dem Heuschober müsste der Marder stecken. Die Jäger umstellen das Gebäude. Dann schlagen die Treiber mit Knüppeln gegen die Wände, um den Marder herauszutreiben. Ein schöner Pelz, im Winter besonders wertvoll. Flüchtendes Rehwild. Doch von den Jägern droht ihm keine Gefahr. Diese spüren dem ärgsten Feind des Schalenwildes nach. Im Revier ist ein wildernder Schäferhund gemeldet worden. Mit dem Ruf eines klagenden Tieres lockt sich der Jäger den wildernden Hund vor die Büchse. Wem mag das Tier gehören? Aber hier kennt der Jäger keine Rücksicht. Für ihn ist ein wildernder Hund nichts anderes als ein Wolf. Einer der Jäger hat eine Fuchsspur entdeckt und jetzt muss Lumpi herhalten. Der kleine Gehilfe, der im Rucksack mitgetragen werden musste. Für so kurze Beinchen ist der Schnee auch wirklich zu hoch. Jetzt macht Lumpi einen Fehler. Vielleicht hat ihn das Jagdfieber zu sehr gepackt, aber ein guter Jagdhund darf die Beute nie annehmen. Dabei heißt es doch, wer sich nicht mit der Löwenhaut bekleiden kann, der nehme den Fuchspelz. Auch ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn muss mal eine Rüge einstecken. Und es kann jedem passieren, dass er nach großen Leistungen in den Sack gesteckt wird.